Lassen Sie mich beginnen mit der Aussage, dass die Impfung gegen Infektionen mit den Viren schützt, die den Gebärmutterhalskrebs verursachen, zumindest gegen 70 bis 80% dieser beteiligten Viren. Und die Impfung ist als solche eine vorbeugende Impfung. Sie verhindert nämlich die Infektion. Wenn allerdings Infektionen schon stattgefunden haben und diese Infektionen werden regelmäßig durch den Geschlechtsverkehr übertragen, dann ist die Impfung weit weniger wirkungsvoll, in einigen Fällen sogar sicherlich wirkungslos. Also das ist wichtig, dass deshalb sehr jung geimpft werden soll. Am besten im Alter zwischen, es wird empfohlen zwischen 12 und 17 Jahren. Ich glaube persönlich, dass es noch besser wäre, wenn wir schon bei 9 Jahren beginnen. Wer sollte geimpft werden neben den Mädchen, die heute ganz im Vordergrund stehen bei der Impfung, weil Gebärmutterhalskrebs natürlich eine Erkrankung der Frauen ist? Ich bin nachdrücklich der Meinung, dass auch Jungen geimpft werden müssen. Einmal, weil in der Regel in fast allen Gesellschaften weltweit die jungen Männer zwischen 15 und 25 Jahren mehr Partner haben als die jungen Damen der entsprechenden Altersgruppe. Und zum Zweiten, weil auch Krebserkrankungen bei Männern auftreten, die durch diese Viren mitverursacht sind. Das sind vor allem Krebserkrankungen im hinteren Rachenbereich und darüber hinaus Krebserkrankungen in der Anal-, in der After-Region. Also das sind schon bedeutsame Punkte. Darüber hinaus können wir eigentlich nur dann die Infektion wirklich eindämmen, in einer vorhersehbaren Zeitspanne eindämmen, wenn wir beide Geschlechter impfen. Schließlich als letztes noch, einer der Impfstoffe enthält auch die wirksamen Substanzen gegen genitale Warzen, die eine sehr lästige und sehr unerfreuliche Infektion darstellen und oft nach chirurgischer Entfernung auch wieder auftreten. Auch gegen die würde eine solche Impfung zu mindestens 90% schützen. Die Wirksamkeit ist eigentlich enorm. Sie ist zumindest, soweit es die Typen betrifft, die im Impfstoff sind, ist sie annähernd 100%. Soweit es die Verhinderung der Vorstufen des Gebärmutterhalskrebses betrifft, da die Impfung erst im Jahr 2006 eingeführt wurde, öffentlich lizenziert wurde in vielen Ländern, können wir heute noch nicht sagen, ob Gebärmutterhalskrebs selber damit verhindert wurde, weil zwischen der Infektion und dem Auftreten des Gebärmutterhalskrebses etwa 15 bis 25 Jahre vergehen und wir also jetzt die Impfung bestenfalls 7 Jahre verfolgen können. Also wir werden noch 10, vielleicht 15 Jahre warten müssen, bis statistisch signifikante Daten vorliegen, dass auch der Krebs verhindert wird. Aber keiner, der daran beteiligt ist, zweifelt daran, dass diese Impfung auch gegen den Krebs schützt. Wenn die Impfrate verdoppelt würde, würde das mit Sicherheit helfen, denn Sie können eigentlich auf der Basis der Zahlen, die wir heute vorliegen haben, also etwa 6.000 Krebsfälle an Gebärmutterhalskrebs pro Jahr und etwa 1.700 Frauen, die daran sterben später, können Sie auch bei guten Vorsorgemaßnahmen, also etwa bei der Durchführung des Pap-Smears, diese Zahlen nicht mehr wesentlich verringern, weil dort etwa 20 bis 30% der Gebärmutterhalskrebserkrankungen und der späten Vorstufen doch nicht richtig erkannt werden. Insofern hat es also seine Bedeutung, die Impfung sehr frühzeitig durchzuführen. Der Impfschutz dauert lange. Wir wissen heute, seit der Einführung der ersten klinischen Versuche sind etwa knapp 10 Jahre vergangen inzwischen, dass mindestens über diesen Zeitrahmen der Impfschutz anhält. Ich gehe davon aus, wenn man die Daten vergleicht mit dem, was bei der Hepatitis B-Schutzimpfung etwa erhalten wurde, dass vermutlich der Impfschutz noch bis 15 oder 20 Jahre dauern wird, aber das werden wir prüfen müssen und dann wird man überlegen, wann man sinnvollerweise eine Boosterimpfung, also noch eine zusätzliche Spritzung vornimmt, um wieder die Antikörperspiegel dann deutlich zu erhöhen. Ich würde dringend raten, dass Sie Ihre Kinder impfen lassen, nicht nur die Mädchen, sondern auch die Jungen impfen lassen und dass Sie vor allem vor Augen haben müssen, welche Konsequenzen spätere Erkrankungen für die Betroffenen haben werden. Und ich glaube, da kann man wirklich viel Vorbeugung leisten. Ich würde gerade, was den breiteren Kreis der Angesprochenen betrifft, zunächst einmal raten, dass unsere Gesundheitsministerien, auch unsere Gesundheitsbehörden, ja, dass auch die Gesundheitsexperten, die nicht immer eine ganz glückliche Rolle auf diesem Sektor gespielt haben, und die Ärzte selber einmal
grundsätzlich aufgeklärt sein müssen, grundsätzlich darüber informiert sein müssen, was überhaupt an Daten nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit bereits verfügbar ist. Es sind sicherlich weit über 100 Millionen Mädchen inzwischen geimpft worden. Sie müssten wissen, dass die Impfraten, dass die Nebenwirkungsraten extrem niedrig sind. Man rechnet etwa mit einer Nebenwirkung einer echten Allergie auf 100.000 Impfdosen. Das ist niedriger als für viele andere Impfungen, die wir heute den Kindern geben, die natürlich auch extrem wichtig sind. Und wir müssen die Eltern und Lehrer informieren und vor allem auch bei den Schülern selber durchaus schon Aufklärung betreiben. Also bei alles dies ist sehr wichtig. Ich gehe davon aus, dass wir langfristig diese Aufklärung betreiben müssen, denn ich sehe mit Bedauern, dass wir in Deutschland eigentlich eine große Zahl von Impfgegnern haben, die aus meiner Sicht in einem guten Umfang verantwortungslos handeln, denn wir sehen zum Beispiel in Europa, dass noch im vorigen Jahr, nein 2011, 35.000 Masernfälle aufgetreten sind. In den ganzen Amerika-Ländern, von Nord- bis Südamerika, kein einziger Fall. Und wir 12 Todesfälle an Masern haben. Völlig unnötige Todesfälle, die natürlich, wenn immer die Infektion dann stattfindet, auch noch Umgebungskinder mitgefährden. Also insofern, man kann eine dringende Impfappelle an die Bevölkerung richten.